Die Arbeitsgruppe Erkunden und Erschließen ist heute mal wieder unterwegs. Wir sind im Techniktunnel im Humboldthain. Wir sind ja gut unterwegs, aber wir haben heute jemanden dabei, der zum ersten Mal so richtig mit dabei war. Hi. Hi. Das ist der Philipp. Und du bist jetzt seit wann ungefähr in der AG? Ich bin offiziell seit Dezember jetzt dabei. Also erst seit, was sind das, 3 Monate? Ja. Genau, und das war jetzt von den körperlichen Anforderungen her doch mal das erste Mal so richtig, oder? Für mich war es jetzt, glaube ich, nur ein kleiner Teil. Für euch, glaube ich, ein bisschen mehr, weil ich jetzt nur so ein bisschen mal reingeschnuppert habe. Aber ja, ich kann schon merken, das ist ein eher anspruchsvollerer Einsatz hier. Also wer das, ich sag mal, Gebäude nicht kennt, das ist so 1,20 x 1,20 und die Hälfte davon ist mit Rohren ausgestattet, um die sich Glasfaserwolle wickelt. Also kein Spaß. Du hast ja auch mal in eine Richtung ein paar Meter gemacht. Was ist das für ein Gefühl da unten? Es ist eng, es ist eine ganz komische Bewegung und eine Haltung, in der man sich da fortbewegt. Klar, wenn man dann irgendwie auch noch länger dann mit so einer Maske rumläuft, wegen der Glaswolle, kann man auch schwerer atmen. Also gerade wenn ihr da jetzt für eine Stunde drin seid oder sowas, ist das schon körperlich anspruchsvoll und glaube ich auch echt für nicht jeden eine schöne Erfahrung. Sag ich mal. Genau, wir sagen Vollschutz dazu, aber du durftest jetzt auch mal Vollschutz genießen. Ja, genau. Was hat denn dich überhaupt in Richtung AG gebracht? Wie kamst du auf die Berliner Unterwelten oder uns? Also von den Unterwelten habe ich schon häufiger gehört, habe auch schon in den letzten Jahren mehrere Führungen mitgemacht und habe gedacht, wäre ganz cool, da ein bisschen aktiv zu werden auch. Und Erkunden, Erschließen als AG finde ich super spannend, weil man halt die Sachen sieht und die Sachen erschließt, die so bisher noch nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind. So wie diesen Techniktunnel jetzt hier. Und das ist natürlich mal was ganz anderes irgendwie zum Sehen. Abseits der Führung und vielleicht oder andere Gebäude wie die Dresdner Straße dann irgendwie auch der Öffentlichkeit mal zugänglich zu machen und da so ein bisschen zu helfen. Das finde ich ganz cool. Genau, da warst du auch schon dabei in der Dresdner Straße. Ich habe gehört, da hast du auch schon den Warthosenteil begangen. Das ist ein anderes Gefühl als hier, ne? Genau, das ist ein bisschen anders. Da hat man natürlich deutlich mehr Freiheiten. Aber mit dem Wasser, was dann bis zum Bauchnabel steht, natürlich auch irgendwie ein ganz cooles Gefühl und super spannend zu sehen und ja, auch super Atmosphäre da unten, also irgendwie, weil es halt einfach komplett anders aussieht. Nur stolpern darf man in dem Warthosenteil nicht, ne? Nee, das habe ich nicht ausprobiert, aber ich stelle es mir nicht so besonders schön vor, wenn du dann da im Wasser liegst und nicht mehr rauskommst. Was machst du beruflich? Welchen Background hast du? Ich arbeite im Büro bei Bayer, also eher einen Office-Job, wo man jetzt nicht so viel an der frischen Luft ist oder in Bunkern unterwegs ist, aber das ist jetzt hier, glaube ich, eine ganz schöne alternative Abwechslung, mal was komplett anderes zu machen, wo man jetzt heute zum Beispiel an der frischen Luft oder dann mal kurz zwischendurch unten im Tunnel ist. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Abwechslung. Ein gutes Gegenstück sozusagen. Genau. Du warst letztens auch schon bei einer AG-Sitzung mit dabei, da wurden ja durchaus ein paar Projekte diskutiert. Ist das so die Richtung, wo du sagst, das interessiert mich? Also da guckt man ja mal ein bisschen hinter die Kulissen. Definitiv. Also die Sitzungen sind natürlich dann immer so ein bisschen, glaube ich, habe jetzt eine mitgemacht, ist natürlich dann nochmal ein Gegenstück zu dem, was du jetzt hier hast, mit wirklich einem Einsatz. Aber so das, was an Projekten da irgendwie besprochen wurde, klang schon ganz, ganz cool. Einige spannende Sachen dabei. Mal gespannt, was davon dann wirklich auch umgesetzt wird, beziehungsweise wo man dann wirklich mal was macht. Aber auf jeden Fall spannend, einfach mal zu hören und zu sehen, was es eigentlich so alles gibt hier in Berlin, von dem man so eigentlich, wenn man jetzt nicht in den Unterwelten zum Beispiel aktiv ist, vielleicht gar nicht so wirklich weiß. Also viele Projekte, von denen ich vorher noch nicht gehört habe, zum Beispiel, habe ich dann erst in der Sitzung da das erste Mal gehört. Super spannend auf jeden Fall. Übernächste Woche haben wir wieder ein AG-Treffen. Ich glaube, es ist übernächste Woche und da soll ein bisschen gebohrt, gehämmert, geschraubt werden. Ist das auch was, wo du sagst, da kann man mal ein bisschen Praxis machen, an so einem Betonblock mal einen Dübel reinhauen? Klar, ich glaube, Dübel gesetzt in der Wohnung habe ich schon mal, aber ist wahrscheinlich in so einem Betonblock, in so einem massiven noch was anderes. Insofern stimmt ganz cool, so ein bisschen mal rumzuschrauben, rumzuhämmern. Keine Ahnung, was da jetzt geplant ist genau, aber bin gespannt. Gut, dann entlassen wir dich in dieses Wochenende und viel Spaß mit der Glaswolle, von der du hoffentlich nicht so viel abgekriegt hast. Danke sehr. Dir dann auch viel Spaß mit dem Glaswolle-Teil, den du mitgebracht hast. Genau, da muss jetzt ein bisschen Nachsorge erfolgen, aber das machen wir. Schön, dass du dabei bist und hat Spaß gemacht. Super, danke, mir auch.